Am 11. November kam dann der Freund aus Steglitz, allerdings ohne Auto, weil daran war nicht zu denken. Und wir sind gemeinsam dann am Nachmittag vom Prenzlauer Berg über den frisch geschaffenen Grenzübergang am Mauerpark an der Brunnenstraße in die U-Bahn gestiegen, auf Westberliner Seite, und sind nach Steglitz gefahren. Und Rainer hat mit mir eine Stadtrundfahrt gemacht mit seinem Auto und hat mich gefragt, was willst du sehen abends? Ja, ich war ja nur in der Nacht vorher kurz drüben. Da habe ich gesagt, ich will den Zoopalast sehen, Filmfestspiele, Kurfürstenstraße. Und da stand es, so wie ich das aus Bildern kannte. Und ich sagte, Mann, das ist wirklich wie im Film, aber jetzt kann ich es anfassen. Ja, also es war jetzt nicht so was völlig Unbekanntes. Man war ja neugierig, hat dafür die Medien, die man ja unproblematisch im Osten empfangen konnte, benutzt. Aber plötzlich war man mittendrin. Und das war natürlich frappierend. Das war zum Anfassen. Eine spätere Freundin hat erzählt, das war grauenvoll. Man konnte auf keine Post, auf keine Bank. Das normale Leben in West-Berlin kam fast zum Erliegen. Durch die Menschenmassen. Ja, und ich kann es im gewissen Sinne natürlich nachvollziehen, aber letztlich, ja, da hat jetzt keiner lautstark gemeckert, aber manche waren doch schon so ein bisschen genervt, weil der Westberliner war natürlich gewöhnt, so umschlossen, behütet von der Mauer, das war so ein eigenes Biotop so ein bisschen, ja, war ja letztlich auch so ein drittes Modell Deutschlands, wenn man so will, was ja 1990 auch aufgehört hat zu existieren, ja, das war, diese Insellage hat natürlich auch so bestimmte Dinge geschaffen, ja, ganz spannend. Und ich finde eine andere Freundin, die ist in Marienfelde aufgewachsen, hat an der Mauer gespielt, auf der Westseite, Baumhaus gebaut und so. Das ist total skurril, wie gegenwärtig das für einen Berliner letztlich war, wenn der damit aufgewachsen ist. Ja. Das hatte was von teilweise einer absurden Normalität. So blöd, wie es aus der heutigen Perspektive klingt. Aber das Ding war ja immer da. Ja, die Kinder haben Fußball gespielt an der Mauer, dann ist der Ball da in den Todesstreifen geflogen. Ja, irgendwann flog der einfach zurück, wenn die Grenzpatrouille vorbeikam. Das klingt absurd, aber ja, so eine Dinge. Das ist. Und den Westberlinern ging es ähnlich. Die hatten allerdings den Vorteil, dass die Mauer von ihrer Seite durchlässig war.